Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Heilmann, also, dass irgendeiner der hier Redenden außer der Rednerin Ihrer Fraktion sich angemaßt hätte, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizverwaltung für unfähig zu erklären, woher nehmen Sie das? Also diese These würde ich nur nicht vertreten, sonst überhaupt nicht mein Stil. Es ist aber Ihrerseits, finde ich, eine Unverschämtheit, eine an Sie gerichtete Kritik, die Einforderung der Wahrnehmung von politischer Verantwortung an sich abperlen zu lassen wie die Ente das Wasser und umzulenken wie der Spiegel das Sonnenlicht, anstatt die Verantwortung selber wahrzunehmen und hier selbst als Senator für das, wofür Sie dem Parlament gegenüber verantwortlich sind, einfach mal den Rücken gerade zu machen. Und das, lieber Kollege Heilmann, lieber Herr Senator, das manifestiert Ihre Unfähigkeit zur Wahrnehmung dieses politischen Amtes. Sie waren es, der unter dem Druck aller Rechtspolitiker, mit Ausnahme der CDU, jedenfalls retrospektiv stellt sich das so dar, sich in Richtung eines solchen Projekts bewegt haben. Sie haben die Verantwortung gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit dafür übernommen, dass diese Frage geregelt wird. Und welche Erfahrungen in Sachen Funkzellenabfrage haben wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Ihnen eigentlich? Die Berichterstattung, die ja auch noch Bestandteil des Antrags ist, und zwar des Teils, über den wir heute gar nicht reden, war eine Katastrophe, und zwar durchgehend. Zweitens, Sie haben permanent bei jeder sich bietenden Gelegenheit, auch heute wieder, die Tatsache, dass es sich um einen Grundrechtseingriff handelt und nicht irgendeinen Larifari, sondern tatsächlich einen manifesten, weil heimlichen und massenhaften Eingriff in die Grundrechte vieler Berlinerinnen und Berliner, permanent bei jeder sich bietenden Gelegenheit heruntergeredet. Der Kollege Lauer ist darauf schon eingegangen. Der dritte Punkt ist die permanente Begeisterung, völlig sinnfreie Begeisterung für Überwachungsmaßnahmen, die keiner rechtsstaatlichen Flankierung standhalten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und viertens, die Art und Weise, wie Sie sich immer wieder eher lamoyant oder soll ich sagen unernst über dieses Anliegen der Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitiker und nach zwei Beschlüssen eben mittlerweile auch das Anliegen des gesamten Parlaments zu diesen Fragen äußern. Und liebe Frau Seibelt, ich finde das schon ganz schön hardcore. Also als Vorkämpferin des Datenschutzes erlebe ich Sie heute zum ersten Mal. Ansonsten klingen die Sprüche eher so immer ein bisschen in Richtung Datenschutz ist Täterschutz. Die Konstruktion von Beispielen finde ich ein bisschen obskur, die Sie hier heute gebracht haben. Aber sei es drum. Ich finde es ja super, wenn Sie in dieser Frage jetzt beginnen, Ihre Begeisterung für Grundrechtsschutz und Datenschutz zu entwickeln. Aber würden Sie mir nicht auch zustimmen, dass die Mitteilung zur Kenntnisnahme, diese Sätze, bei einem Vorgang, der jetzt 4 Jahre im Parlament hängt, nicht eine schlichte Unverschämtheit sind? Dass sie nicht eine schlichte Unverschämtheit sind. Und es reicht eben nicht aus, dann vorher der Rechtspolitikerin der CDU-Fraktion einen Zettel rüberzureichen, damit sie sich hier schützend vor den Senator stellen kann, sondern es ist das gesamte Parlament zu informieren. Es ist der Ausschuss zu informieren und zwar in adäquater Art und Weise. Wie gesagt, dass hier hinten mal wieder eine Anlage fehlt mit dem eigentlich Substanziellen. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber diese 5 Zeilen hier, die sind angesichts der Tatsache, dass es in diesem Parlament immer wieder ein Thema war, immer wieder gefragt wurde, immer wieder neue Punkte uns genannt worden sind, warum es eigentlich nicht funktioniert, sind diese 5 Sätze hier eine Unverschämtheit. Und da sage ich es dann eben auch nochmal, das hat nichts mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justizverwaltung zu tun, sondern mit den politisch Verantwortlichen. Wenn ich zurückblicke, wie wir die letzten 4 Jahre zu diesem Vorgang informiert worden sind, der Kollege Behrendt hat das eben nochmal sehr schön auseinandergenommen, dann sage ich, entweder der Senator hat damals oder er spielt heute mit uns Verstecken. Entweder er hat sich von Anfang an nicht genug Gedanken darum gemacht, einen Plan entwickelt, die Probleme benannt und an Lösungen gearbeitet, oder er fängt jetzt erst damit an. Beides ist eine Katastrophe und beides macht ihn für dieses Amt ungeeignet. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jetzt können wir über den Antrag abstimmen. Er wird keine Mehrheit finden, was angesichts der Debatte schon ein ziemlich dolles Ding ist. Aber ich fand, die Debatte hat sich schon gelohnt und vielleicht kommt die SPD ja irgendwann auch wieder auf die Senatsbänke zurück.